Freunde von Nice Friends, hier ist die Cassie und Wally ist hinter der Kamera. Genau. So, ja, viele denken, diesen Sonntag fahren wir nach Rumänien. Nein, wir haben uns mit dem Makler auf nächsten Sonntag geeinigt, weil das viel zu knapp gewesen wäre. Auch von unserer Seite, weil wir sind immer noch mitten in der Auflösung. Bitte, das ist auch schon einiges weg. Hier war jetzt damals ein Kleiderschrank. Ja, Wally. Also hier, zeigt euch mal nicht. Wie es hier aussieht. Hier ist ein totales... Also wer Bücher mag, meldet euch. Die Bücher sind auch alle zu verkaufen. Jedes Buch 50 Cent. Ja, oder 30 Cent oder 20 Cent, das ist egal. Oder geschenkt. Hauptsache. Also wie die seht, wir haben noch nicht mal einen Tisch mehr. Wir nehmen schon ein Dinett. Ich glaube, wir haben einen Tisch, aber guck ruhig, ist egal. Ja, die ganze Wohnung sieht jetzt so aus. Wir sind in einer Auflösung, ging das. Genau. Seht ihr? Schreibtisch wird auch verkauft. Sogar das Gehege von dem Meerschweinchen ist schon weg. Kannst du jetzt auch noch filmen. Ja. Das Gehege ist auch das weg. Das geht jetzt weg, auf jeden Fall. Deswegen sind wir noch alles ziemlich. Für eine Woche haben wir zum Freund ein Kastengeschenk bekommen, weil wir das Gehege schon verkauft haben, Freunde. Aber für die Woche werden sie es überleben. Genau. Ja, was gibt's Neues? Also wir sind hier weiter am Verkaufen. Wir hoffen, dass wir das alles bis Sonntag schaffen. Wir haben herausgefunden, dass wir unsere Klamotten nicht mitnehmen. Wir wollten ja zuerst Koffer und Kartons alles mitnehmen. Wie viele Koffer wollten wir mitnehmen? 3 Stück? 3. Und jetzt haben wir uns auf einen Koffer, auf 3 Rucksäcke geeinigt. Auf 3 Rucksäcke geeinigt und eine Kiste, Freunde. Aber der ist auch nicht nur von uns da, sondern die Lebensmittel von den Meerschweinen und Katzen ist schon mal einen Rucksack. Genau, und dann noch das ganze Inventar für YouTube und TikTok. Und du hast auch einen Rucksack. Und einen Mini-Rucksack kriegen wir. Einen Mini-Rucksack kriegen wir für 1-2 kleine Tage Klamotten. Wir werden es komplett nur einkleiden, Freunde, weil das wäre einfach viel zu teuer. Wir haben uns jetzt mal überlegt, wie viel das käme. Mein PC, den nehmen wir mit per UPS. Und das ist die einzige Kiste, die wir mitnehmen mit unserem Zeug. Wir haben es auf eine Kiste geeinigt. So. Kommt rein, ruhig, ist egal. Kommt. Wir sind kurz vor dem Ruin. Ja, nein. Also das ist alles, das was wir mitnehmen. Also seht ihr, das, mehr haben wir nicht mehr. Mehr haben wir nicht mehr. Genau. Und halt mein PC, den kannst du auch ruhig zeigen. Ist jetzt eh egal. Wir leben hier wirklich in einem totalen Chaos. Also so sieht das hier jedenfalls aus. Die ehrlichste Wohnungsbeschreibung überhaupt. Ja, ehrlich. Den Bildschirm nehmen wir nicht mit. Nein. Aber die PC... Den wollte ich mal verkaufen, ne? Genau. Was war das nochmal? Ein Bildschirm. Und was wollt ihr haben? Weiß ich nicht, 10 Euro. 10 Euro. Also wenn einer ein Bildschirm braucht für 10 Euro, wie ihr seht, er geht. Ja. Ohne Wasserflasche. Ich sehe jetzt gerade die Wasserflasche. Ist davor, hier wird viel Wasser getrunken. Ja. So. Also wie ihr seht, der Bildschirm tut es. Der ist sogar, glaube ich, noch vom Blaupunkt oder so. Nee, ich weiß gar nicht. Nee, steht hier. Ja, oder? Hier. Also ist irgendwie. Fusionic. Fusionic. Genau. Seht ihr es? Fusionic. Also für ein. Was sagst du? 20, 10? 10 Euro oder? Also für 10 Euro könnt ihr den Bildschirm erwerben, müsst euch dann nur melden. Genau. Ja, und der PC tot, geht. Der geht nicht weg. Der geht nicht weg, der kommt mit. Ja, Entschuldigung. Weil ich tut ja schon alles verkaufen. Ist okay, weil ich verkaufe mir noch einen PC. Nein. Ja, also wie gesagt, wir fliegen nicht, wir fahren. Wir fahren jetzt mit dem Zug, wir haben uns aus Flixbus entschieden. Ja, da haben wir schon erzählt. Da wollen wir, wie gesagt, wir haben erzählt, wir wissen es noch nicht. Weil wir haben es jetzt entschieden. Wir haben uns jetzt für Flixbus entschieden, Flixzug, nicht Bus, Flug entschieden. Und der Fahrer brauchen wir dann 22 Stunden bis nach Rumänien. Ja. Ja, das wäre die kürzeste Strecke, sage ich jetzt einfach mal. Genau. Ja, und da sind schon welche vorgefahren auf dem Flixbus. Die waren super zufrieden, auch mit den Tieren, haben sie gesagt. Super klasse. Die wurden sehr gut angenommen da und toller Service. Und haben mir gesagt, okay, 10 Stunden haben wir sowieso dann weniger, statt 38, 22 Stunden ist schon ein großer Unterschied. Also haben wir gesagt, um 4 Uhr morgens kommen wir an. Haben unseren Makler schon informiert. Der war geschockt, weil er so, Gott, ihr könnt nicht so lange auf dem Bahnhof sein. Ihr müsst dann gucken, dass wir euch schnell vom Bahnhof runterkriegen, weil das ist nicht so schön auf dem Bahnhof nachts, Freunde. Und dann hat er meint, der finden wir eine Lösung. Also er hilft uns dann so schnell wie möglich. Ja, der lässt uns nicht hängen, sagt er. Genau. Ne? Also ich denke mal, irgendwie kommen wir. Aber da sind ja auch Taxen und so. Ja. Dass man direkt von da aus zack rüber ins Taxi rein und dann ab. Entweder ein Taxi oder er holt uns ab. Wir müssen das noch absprechen. Aber wie ich das verstanden habe, wollte er wahrscheinlich uns abholen, weil er hat dann wahrscheinlich einen Schlüssel, damit wir dann auch in der Wohnung können. Genau. Denn er hat sich mit dem Singen und dass wir da vor der Türe schlafen oder im Garten uns verfrachten, hat er sich doch nicht drauf eingelassen. Nee, das fand er nicht so toll. Und deswegen hat er gesagt, nee, dann lasse ich euch lieber rein, bevor ihr da anfangen zu singen. Also Kinder, ich kann euch sagen,
Ich muss aber trotzdem eins sagen, wir haben bis jetzt einen super Makler. Er hat wirklich sein Wort gehalten, weil viele sagen immer, wie könnt ihr das machen und alles über die Grenze, also so weit weg, eine Wohnung mieten und so. Also die Wohnung hat geklappt, mit der Miete hat super geklappt. Die Wohnung zeigen wir euch als eine super Wohnung und der Makler super freundlich, immer erreichbar. Wenn ich euch hatte auch zu ihm sogar steuerliche Fragen gehabt, wo ich jetzt Sachen mitgenommen hätte, bestimmt 3-4 Kisten zu viel, wo der sagte, nee, komm, lass hier, da fragt keiner nach, ne, nach dies und jenes, weil ich ja selbstständig war, wisst ihr ja, bei uns hier in Deutschland heißt ja 10 Jahre die Akten festhalten und dann nach den 10 Jahren ganz langsam abbauen, pro Jahr mal eine Akte weg. Und er sagt, das brauchst du denn nicht, da fragt kein Hahn nach. Nimm die letzten 2 Jahre mit und das würde reichen, also auch für euch. Ne, wenn ihr mal, aber tut euch aber trotzdem informieren. Also ich kann schon sagen, Büro Kuhn oder Makler Kuhn, der ist echt, ich sag das jetzt einfach ganz ehrlich. Immobilien Kuhn. Also wenn, dann geht über ihn, weil der ist wirklich super. Der ist wirklich super, mit dem meine Adresse für eine Auswanderung braucht. Wir geben das gerne weiter. Ja. Wir haben die auch noch hier. Ja. Also wir haben auch mit diesem ganzen Mietvertrag, der hat das übersetzt auf Deutsch, hat das übersetzen lassen. Wir haben 2 Mietverträge bekommen, einen auf Rumänisch, einen auf Deutsch. Und er hat sich sehr viel Arbeit und er ist immer erreichbar, wenn wir Fragen haben. Es kam kein blödes, was willst du oder irgendeinen blöden Kommentar. Den habe ich aus dem größten Stress schon scheinbar rausgeholt. Ja. Und trotzdem kam noch ganz liebes Smiley rüber, so mit dem Morgen. Mach dir keine Sorgen, das wird schon. Das war immer sehr lustig. Das schaffen wir schon. Das wird schon alles. Also es ist keine bezahlte Werbung von Ihnen. Er weiß auch nicht, dass wir das jetzt machen. Der wird gleich wundern. Er hat keine Ahnung, was wir hier drehen. Aber ich kann ihn nur weiterempfehlen. Ja, also wir können besten weiterempfehlen. Also es ist wirklich super. Also für Rumänien super zu empfehlen. Überhaupt habe ich jetzt auch gehört, eine, die hat ein rumänisches Pärchen gehabt, einen Makler. Das Pärchen, die ist ja heute darüber gekommen. Und die hat auch gesagt, hat alles super geklappt, sehr nett empfangen worden und also wirklich, die geben sich da unten so Mühe. Ist jetzt egal, wer es ist, also bitte keine falschen Voraussetzungen mehr. Also wir können jetzt nur noch das Gegenteil sagen. Richtig, also das klappt alles. Das muss auch mal gesagt sein, ne? Weil es immer heißt, ihr werdet beklaut oder dies, das, nicht. Nein. Oder betrogen, nein, alles. Im Gegenteil. Im Gegenteil, also wir können nur Gutes sagen. Ja, bis jetzt. Gut, Freunde, dann wisst ihr Bescheid, nächste Woche Sonntag geht's los. Und weil wir wollten das klarstellen, weil wir ja letztens gesagt haben, Sonntag waren wir ein bisschen schnell. Ja. Auch vom Makler und ein, wir waren wirklich zu schnell. Und der meinte auch, nee, komm, das müsst ihr jetzt ein bisschen anders machen. Und jetzt geht halt nächste Woche los. Ist ja auch jetzt kein Unterschied mehr. Da kann man auch irgendwo alles packen und so. Genau, was wir noch zu packen haben. Genau, wir verkaufen noch den Rest und dann haben wir alles in eBay und dann können wir dann loslegen. Ich meine, wo die Katze gerade drauf schläft, da ist auch noch ein Karton. Zeig dir mal. Aber die bleibt hier. Die Katze nicht. Bleibt hier und der Karton hat ganz meine beste Freundin. Na, liebe Katze, na, liebe Isas, du bleibst Isas hier. Bleibt die könnte gar nicht mehr mit diesem Tiefschlaf. Genau, und der Karton kann sich mit Besti vorfreuen. Ja, genau. Ja. Also dann, Freunde, bis zum nächsten Mal. Ciao.